In seiner neuen Autobiografie blickt der ehemalige Torwart vom FC Bayern München, Jean-Marie Pfaff, auf eine lange Fußballkarriere zurück. In 156 Spielen für die Bayern wurde er dreimal deutscher Meister und gewann zweimal den DFB-Pokal. Buch schreiben über Sport und so weiter, das sind ja Erfolge, die Luxe. Aber was du erlebt hast und so weiter. Bei mir war Fußball Hobby. Von meinem Hobby habe ich meinen Beruf gemacht, wenn ich 29 Jahre alt bin und bei München komme. Vorher war ich ein normaler Straßenfußballer, wie meine anderen Freunde. Und ich wollte ihr zeigen und die Wertsache von, was ist ein Mensch. Man muss nicht nur ein guter Fußballer, man muss erst ein guter Mensch sein. Genau das ist er, ein guter Mensch. Deswegen hat er von seinen Fans auch den Spitznamen El Simpatico bekommen. Dieses Buch ist gemacht, um anderen zu stimulieren, um zu sagen, Mann, macht weiter, Junge, lass dich nicht runterkriegen und so weiter. Es kommt wieder besser. Ich habe Verletzungen gehabt. Ich bin da, also ich habe mit wenig gehabt und ich habe das erreicht, was ich wollte. Ich bin stolz, dass ich so eine Karriere gemacht habe und bin sehr, sehr verehrt, dass ich bei Bayern München das Logo getragen habe. In München erinnert man sich gerne an den belgischen Torhüter zurück. Er ist so, wie er ist. Er ist so ein Quirl, er ist lebenslustig, er gibt immer Gas, er hat immer einen guten Spruch drauf und er marschiert immer noch vorn. Der 68-Jährige ist auch jetzt noch großer Bayern-Fan und bei vielen Heimspielen in der Allianz Arena mit dabei.